Und weiter geht die Plagerei in Plants vs. Zombies. Ja, okay. Wie gesagt, das dauert immer ein bisschen, bis ich die Scheiße fertig bearbeitet habe. Und deswegen bin ich immer ein bisschen raus. Und jetzt zum Beispiel, jetzt muss ich erst einmal. Weil es nämlich jetzt auch welche gibt, die mit Luftballon hier über die Scheiß. Ja, halt über alles drüber wollen. Und die muss ich halt ein wenig aufhalten, indem ich diese Teile hier pflanze. Und gerade bin ich ein bisschen. Ich weiß nicht. Was zum. Mach kaputt. Mach kaputt. Scheiße. Okay, jetzt muss ich echt aufpassen, Leute. Nein. Oh. Weg. Ah, die mit dem scheiß Luftballon kommen auch wieder an. Walnuss. Kürbis. So. Oh, kack die Wand an. Nee, komm. Du musst weg hier. Du musst eindeutig. Du musst schnell weg. Eindeutig. Du auch. So, weg. Weg, 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 weg. Ich muss mich gleich erstmal neu koordinieren, ey. Oh, meine Fresse. Ey, mein Orientieren und alles. Weg. Die Ärsche haben mir da oben alle echt komplett alles weggehauen. Ja, und das war gerade Schokolade. Schokolade für meine Schnecke in meinem Zen-Garten. Oh Gott. Ja, aber da habe ich selber noch ein paar Pflanzen und alles und dies und das und scheiß die Wand an. Ich glaube, ich bin jetzt gleich am Arsch. So, ich glaube, ich sollte dann doch lieber hier oben zumindest noch ein bisschen was hinpflanzen. Oh Gott. Nein und nein. Und nein. So. Ihr nehmt mir nichts weg. Alles, was ich hab, ist mir heilig. Uff. Das war knapp. Gut, wir haben jetzt wieder diese Flugdinger. Und jetzt haben wir auch diese Buddelfiecher. Och nee, die gehen einem am meisten auf den Sack. Da muss ich jetzt ein bisschen mehr aufpassen. Okay. Erst einmal nochmal nachgucken. Ich brauche jetzt dich und dich auf jeden Fall. Hochwalnuss, dich. Dich brauche ich. Dich brauche ich auch. Was kann ich noch gebrauchen? Genau. Dich und dich auch wieder. Und dich. Ja, ich gehe jetzt einfach mal auf ganzes Risiko. Auf komplettes Risiko und werde jetzt einfach mal probieren, das so irgendwie zu meistern. Ich hab Kürbisse um zum Schutz, Hochwaldus zum Schutz. Ich brauche diese zwei hier, um mir noch eine neue, eine Maiskanone zu machen. Die Dinger brauche ich eigentlich gar nicht. Kann ich die Teile hier mitnehmen? Die Teile, um vorne noch wieder einigermaßen Schutz zu bekommen. Das sollte eigentlich reichen. Also, weiter! Ich hoffe, dass ich das hinkriege. Ich hoffe, dass. Ey. Oh Gott. So. Da vorne. Okay. Sofort umwandeln. Och, Mann. Was? Hier sind mir zwei Blumen. Oh Gott. Nein! Oh. Ich könnte ausrasten, Leute. Das habe ich gar nicht gesehen. Wir sind zwei Sonnenblumen flöten gegangen. Naja, egal.
sollte jetzt noch nicht so das große Problem werden. Ja, so, okay. Da muss ich hier wieder was pflanzen. Ich muss erstmal die ganzen Reihen hier fertig machen. Kann ich mich nach und nach darum kümmern, dass sie... Na, dass sie nach und nach wieder aufgepusht werden. Okay. So. Na, der da unten braucht noch ein bisschen Schutz. Geld. Der kann wieder hoch. Und da kann ich jetzt wieder so einen hinpacken. Hier wird geknabbert ohne Ende. Okay, einen kann ich ja opfern. So, und hier noch einen. Dann habe ich erstmal wieder Ruhe. Zumindest kurzzeitig. Ja, da einen hin. Ein Schlingtang da vorne. Ja, Leute, das ist. Ich muss mich jetzt gerade richtig konzentrieren. Das ist abnormal, wie scheißen schwer das jetzt gerade geworden ist. Ah. Ich muss es jetzt einfach mal riskieren. Ich muss einfach darauf hoffen, dass die oberen jetzt vielleicht wieder fertig bereit sind. Ja, super, wunderbar. Hier unten sollt ihr was hinpacken können, genau. Wunderbar. Dann habe ich wenigstens noch diese zwei Assis hier vorne. Yep. Den dahin. Dahin. Okay. Schlingtang dahin. Das da. Okay, jetzt kommen nämlich auch welche, die buddeln. Und die verstecken sich nämlich, die gehen nämlich so weit buddeln bis nach ganz hinten. Und die muss ich mehr oder weniger abwehren. Da haben wir jetzt welche. Einmal da und einmal da. Die knabbern dann halt meine hinteren Leute an. Nicht gerade toll, aber naja. Okay, jetzt habe ich das Problem. Einer. Ja. Der Kübel wird ein bisschen angeknabbert, das ist nicht so schlimm. Kübisse halten ja einiges aus, von daher. Hoch, 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 hoch. Weg mit euch. Ja, so. Und da. Wunderbar. Noch sehe ich kein großes Problem gerade. Oh Mann. So. Da buddelt sich schon wieder einer nach hinten. Ja, der Kübis muss wieder. So. Ich kann da nichts hinbauen. Scheiße. Kacke. Jetzt habe ich ein großes Problem. Jetzt werde ich von vielen Seiten angegriffen. Oh Mann. Oh, weg mit euch. Du auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, aber ich habe meinen Rekord, glaube ich, schon gepackt, oder? Ich habe, glaube ich, gerade gesehen. Da stand, glaube ich, gerade eine 15, als ich geguckt habe. Nein. 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 Weg. So. Oh. Scheiße. Schlingtang. Du da vorne. Du da rein. Kann ich den hier aber nicht machen. Da muss ich... Ich glaube, der Kürbis muss da weg. Eindeutig, der Kürbis muss weg. So. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird wieder hart. Das Problem ist, hier unten habe ich jetzt die Leiter dauerhaft. Ich glaube, wenn ich den weg, wenn ich den scheiß Kürbis und wenn ich die ganze Kacke da unten wegmache, dann sollte das eigentlich nicht mehr da sein und den da oben auch. Aber bis dahin muss ich die Scheiße ein wenig...
besser hinkriegen. Okay, jetzt kann ich mich auch ein bisschen mehr auf vorne konzentrieren, da ich jetzt auch diese ganzen scheiß Butler irgendwie nicht mehr habe. So, ja, die brauche ich auf jeden Fall hier. Kürbisse muss ich wieder ein paar bauen. Ich nehme dich und dich jetzt auch mal wieder mit. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt wirklich alles machen soll, oder... Das ist alles so schwierig. Den nehme ich auch mal mit. Und, keine Flugidioten. Okay, okay. Und einfach den hier. Ja, los geht's, Leute. So. Erst einmal euch. So, Kürbisse weg. Okay. Nein! Scheiße. Jetzt stehe ich da erstmal so gut wie ohne Schutz. Da. Da rein. Und du auch. Okay, das läuft gar nicht mal so schlecht bis jetzt. Okay, da ist gar kein Platz. Und so langsam sehe ich auch, wie meine... Oh Mann. Wie meine ganzen Punkte in den Keller sinken. Gott, ey, da könnte ich echt kotzen gerade. Da. So. Was muss denn jetzt noch? Kürbis. Da muss noch einer hin. Nee, kann ich nicht. Ist wohl noch alles da. Und du auch. Dann sollten die nächsten, wenn die große Welle ankommt... Sollten die eigentlich bereit sein für Giga-Garantur? Wenn nicht, habe ich halt Pech. Aber das Gute ist, Giga-Garantur wird sich erst durch diese ganzen Idioten hier fressen. Beziehungsweise kloppen. Und dann anfangen, die anderen weiter nach vorne zu gehen. Na, wusste ich es doch. Und die. Meine Korn, meine Maiskanone kann ich jetzt nicht wirklich mit einem Kürbis schützen. Das ist scheiße. Aber nun ja, ich würde sagen, ich beende den Part hier auch erstmal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Plants vs. Zombies. Überleben! Tschüss!